Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platinum Together. Irgendwie kann ich mich nicht bewegen. Ah, okay, wir sollen das anreden. Das letzte Mal hatten wir mit Killen zusammen aufgenommen. Und er hat sich Garretina oder so gefangen. Wir sind hier. Wir sind an der Scheidequelle. Sie soll ein Weg zu dem sein, was auf der anderen Seite ist und wird nicht von Garretina gesagt. Es lebe in einer Welt gegenüber der unsrigen. Oh, das war jetzt aber sehr unhöflich von mir. Lucius, das war fantastisch. Du bist ein toller Trainer. Ich möchte dir im Namen von ganz Sino meinen Dank ausdrücken. Danke, Lucius. Oh, und vergiss nicht, Professor Eibel Bescheid zu sagen. Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Geh doch mal bei ihm vorbei. Okay, dann tun wir das auch direkt. Wir gehen jetzt hier einfach hoch. Ich habe ja nämlich keine Lust, noch großartig viel kämpfen zu müssen. Deswegen benutzen wir auch einen Superschutz. Hier gibt es bestimmt... Ah ne, hier gibt es glaube ich nochmal Garretina. In den Vorgängern. Wenn ich mich... Ah ne, Moment. Falsch. Egal. Jetzt holen wir uns erstmal unser Flug-Pokémon ab. So. Hier geht's zurück. Das war glaube ich... Ich weiß gar nicht, was für ein Ufer das war. Ah, das ist der Frühlingspfad. Ich glaube, an den erinnere ich mich. Der Schutz wirkt nicht mehr, aber wir sind jetzt eh in der Stadt. Da ist eine Reporterin, die will auch irgendwas von uns. Das ist aber nicht von Interesse für uns. Wir wollen in ein Pokécenter, das hoffentlich hier oben ist. Ne, okay. Wo gehen wir lang? Hier rein. So. Ich nehme heute im Übrigen wieder etwas später auf. Deswegen bin ich auch jetzt etwas leiser. So. Ah ne. Ich wollte ja gar nicht Pokémon heilen. Ich wollte eigentlich nur ein Pokémon ablegen. Alle 46 außer Wupan und Chris. Deswegen kann Wupan jetzt erstmal raus. Und dafür nehmen wir Fiore wieder mit. Garretina Level 47. Ich würde eigentlich gerade ziemlich gut passen. Falls wir uns entscheiden würden, es mitholen zu wollen. Denn hin? Nach Sonnewig und da oben ist die Pokéliga. Und da ist schon das Erholungsgebiet. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Versuchen wir mal dorthin zu kommen. Obwohl. Wir sollen Professor Alper noch Bescheid sagen. Ich glaube, wo könnte er sein? In Fleetburg? Oder die Jubelstadt? Fleetburg? Erzlingen? Ewigenau? Was haben wir hier noch?
Pilzach. Daher wollen wir sicherlich nicht mehr hin. Ich versuche es einfach mal in Flitburg. Zumindest war er das letzte Mal dort. Naja, da wird er nicht mehr sein. Aber ein Zweiblattdorf wird er auch nicht mehr sein. Egal, fliegen wir einfach mal dorthin. Das hier müsste unser Haus sein. Ja. Und was gibt es dort oben? Da gibt es auch nicht den Professor. Ach, wenn ich mich erinnern könnte, was wir am Anfang gemacht hatten. Jubelstadt. Herzlingen. Herzhofen, ach scheiß drauf. Wir werden es ja eh nicht finden. Deswegen fliegen wir einfach zurück. Mit dem Fahrrad und versuchen jetzt einfach dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Dafür brauchen wir. Können wir hier hoch? Ist hier etwas? Ein Item. Brüller brauchen wir aber nicht. So, wenn wir hier lang gehen, müssen wir wahrscheinlich gleich surfen. Wenn wir dorthin wollen, wo ich hin will. So. Karte. Noch etwas hoch. Okay. Komme ich hier denn hoch? Stopp, stopp, stopp. Ja, dich meine ich. In so einem Ewig, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie haben bereits daran, die Störung zu beben, aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Ah, okay. Das ist schon mal ein guter Hinweis für uns. Es ist natürlich die Frage. Wo könnten wir... Eiseninsel? Nee. Ich mach mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Das Problem ist, also was heißt willkommen zurück? Ihr wart eh nie weg. Das Problem ist, dass ich angeblich da durchkommen sollte. Normal soll man am Kühnheitsufer Team Galactic besiegen. Das haben wir aber getan. Und kommt. Ah, warte, wir haben noch Topschutz. Und kommt trotzdem nicht weiter. So. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück.
und schau mal, warum wir nicht weiterkommen. Vielleicht sagt uns Cynthia ja, was zu tun ist. Ah, okay. Moment. Okay. Ich glaube, jetzt sollte es haben. Wir sollen nach St. Gemme. Habe ich mir eigentlich schon gedacht, aber aus irgendeinem Grund wollte ich da nicht hin. Irgendwas hat mich davon abgehalten. So, ich hoffe, er wird hier sein. Ja. Lucius, du bist wieder hier und ich bin sprachlos. Du hast es geschafft, du hast es wirklich geschafft. Noch nie in meinen 60 Lebensjahren hat mein Herz so laut geschlagen wie heute. Der Professor hat eine Menge Dinge überprüft, nachdem du weg warst. Er hat sich große Sorgen um dich gemacht, Lucius. Er hat sogar Bekannte um Hilfe gebeten und jetzt? Lucius, ich bin so froh, dich in Sicherheit zu sehen. Willkommen zurück. Oh ja, da war noch etwas, das ich dir sagen wollte. Die drei Pokémon der Seen sind offenbar in ihre Ursprungsorte zurückgekehrt. Und nun erzähl, wie ist es dir gegangen? Der Pokédex? Du hast 177 Einträge. Und wie viele Orden hast du? Sag bloß 7 Stück. Da bleibt dir nur noch die Arena von Sonnewig. So weit bist du schon gekommen? Wieso gehst du nicht noch nach Sonnewig und holst dir dort den Orden? Du kannst auch die Pokémon-Liga herausfordern. So erweiterst du deinen Horizont wie nie zuvor. Und bedenke, nur die neuen Pokémon, denen du auf deinem Weg begegnest. Okay. Das war also das Problem. Jetzt können wir auch weitergehen. Der Schutz wirkt nicht mehr, das ist diesmal aber nicht so schlimm. Aber schlimm genug, dass ich einen neuen benutze. Obwohl die wahrscheinlich hätten eh nur da durch müssen, ja. Aber ist ja auch egal. Kaufen wir uns einfach ein paar neue. So, der gute Mann lässt uns durch. Und hier ist alles voller Trainer. Mit sogar relativ starken Pokémon. Knirscher ist natürlich nicht effektiv, aber Donner und so wäre noch schwächer. Okay. So ersparen wir uns auch das Austauschen. Ja, vielleicht zu einem Pokémon, das es nicht ganz so schwer hat. Der benutzt sogar Top-Genesung. Was? Ah ja, stimmt. Ah ja, was bringt der nächstes Jahr ein Elektro? Ich versuch's einmal mit Quadcherry, dürfte auch nicht so effektiv zu sein. So, dann kann man das jetzt auf jeden Fall schnell besiegen. So, das Ding ist, dass heute so spät ist,
mache ich auch den Part erst nur 15 Minuten lang. Ich denke, das reicht auch. Gerade weil der letzte Part eine Stunde oder so ging. Deswegen verabschiede ich mich und die nächste Folge seht ihr bei Kilian. Auf Wiedersehen.